In der Innenstadt steht die Hitze. Über den Autodächern flimmert die Luft. Jeder sucht Abkühlung. Der Hochsommer ist in Wien angekommen. Die Hitze der Großstadt beschäftigt auch Christian Hertel und Jürgen Preis von der Umweltschutzabteilung der Stadt schon seit einigen Jahren. Die größten Hitzespeicher sind in den Städten. Asphalt, Beton, Metall, diese Wärme bleibt gespeichert und bewirkt, dass wir eine höhere Temperatur haben als im Umfeld. Da gibt es Messungen und Erhebungen, wie viel das sein kann, bis zu 5, 6, 7 Grad Celsius. Und das wirkt sich natürlich sehr negativ aus. Wenn die Temperatur auch in der Nacht nicht unter 20 Grad sinkt, spricht man von Tropennächten. Die nehmen auch in Wien zu. Was tun, das haben sich auch Hertel und Preis gefragt. Eine Idee ist, möglichst viel Regenwasser in der Stadt zurückzuhalten, damit es an heißen Tagen verdunstet und die Luft kühlt, zum Beispiel über begrünte Dächer. Unter natürlichen Bedingungen würde ein Großteil des Wassers, das an einem Ort als Niederschlag anfällt, auch am selben Ort wieder verdunsten. In der Stadt ist das genau umgekehrt. Da rinnen 70-80% in den Kanal und nur ein marginaler Teil verdunstet und wird an der gleichen Stelle, wo er gefallen ist. Und hier mit einem Gründach können wir diesen Prozess ein bisschen wieder umdrehen und uns dem naturnahen Prozess wieder angleichen. Ein Gründach kann bis zu 90% vom Jahresniederschlag speichern und über Pflanzendecke wieder verdunsten. Mehr begrünte Dächer, mehr Bäume entlang der Straßen und mehr bepflanzte Fassaden, wie hier bei der MA 48 in Margareten. Das hilft also gegen die Hitze. Und auch zum Beispiel hellere Gehsteige, die weniger Hitze speichern, können ein Mosaikstein sein, um die Hitzeinsel Stadt abzukühlen. Ein ganz anderes Kühlkaliber versteckt sich am Areal des neuen Hauptbahnhofes. Unter den Gleisen liegt die aktuell größte von insgesamt 13 Fernkältezentralen in Wien, durch die Büros, Hotels und andere Einrichtungen mit Kälte versorgt werden. Nennen wir es eine riesige Klimaanlage, die die Stadt eben kühlt. Burkhard Hölzel betreut diese 13 Anlagen. Wir erzeugen Kälte aus hocheffizienten elektrischen Kältemaschinen, aber auch aus sogenannten speziellen Absorptionskältemaschinen. Das sind Maschinen, die aus überschüssiger Abwärme, die wir im Sommer aus der Müllverbrennung zur Verfügung haben, Kälte erzeugen. Die Fernkältezentrale arbeitet so umweltfreundlicher als herkömmliche Klimaanlagen. Angesichts dessen, dass Europa laut Experten in 20 Jahren etwa so viel Kühlenergie wie Heizenergie braucht, kein unwichtiger Aspekt. Die Menschen leiden unter der Hitze, es leiden aber auch Maschinen drunter. Das heißt, die Arbeitsleistung wird reduziert und der Aufwand, um gegen die Hitze anzukämpfen, wird immer größer. Sprich, man muss Gebäude klimatisieren, öffentliche Einrichtungen klimatisieren. Das heißt, der Energieaufwand steigt auch. Und es wäre sehr wichtig, dass man was dagegen tut, weil irgendwann ganz einfach dieser Kühlenergiebedarf nicht mehr gedeckt werden kann. Menschen wie Burkhard Hölzel oder auch Jürgen Preis und Christian Hertel kümmern sich also darum, dass wir einen kühlen Kopf bewahren, auch wenn der nächste Hitzetag im Anflug ist.